Eine Schulklasse wird von ihrer Lehrerin gebeten, alle 7 Weltwunder aufzuschreiben. Nachdem fast alle fertig sind, kam folgende Rangliste zustande: Pyramiden von Gizeh, Taj Mahal, der Grand Canyon, der Panama-Kanal, das Empire State Building, der St. Petersdom im Vatikan und die Große Mauer von China. Beim Einsammeln bemerkte die Lehrerin aber, dass eine Schülerin immer noch am Schreiben ist. Sie geht zu ihr hin und fragt: Bist du noch nicht fertig? Was schreibst du denn da noch auf? Teile uns mit, was du bis jetzt aufgeschrieben hast. Vielleicht können wir dir helfen. Etwas ängstlich nimmt die Schülerin ihren Zettel und fängt an zu lesen. Für mich sind das die 7 Weltwunder. Sehen, hören, sich berühren, riechen, fühlen, lachen und lieben. Im Zimmer wurde es ganz still. Diese selbstverständlichen Dinge im Leben, sie sind wirklich wunderbar. Die kostbaren Dinge im Leben sind die, die wir nicht kaufen können und auch nicht herstellen können. Beachte es, genieße es und gib es weiter. Es wird nie den Moment in der Zukunft geben, wo plötzlich alles gut ist und man glücklich ist. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Wir denken, dass wir durch das Tun irgendwann glücklich werden. Dabei sollten wir es einfach sein. Diese ganzen To-Do-Listen, die wir haben, sie werden immer länger und länger. Dabei bräuchten wir keine To-Do-Listen. Wir bräuchten To-Be-Listen. Einfach glücklich und zufrieden sein. Heutzutage suchen tausende Menschen den Schlüssel zum Glück. Aber was ihnen nicht auffällt, ist, dass das Glück eine offene Tür ist, in die jede Person hineingehen kann. Aber was ist dieses Glück, wovon alle reden? Und wo finden wir es? Um glücklich zu sein, müssen wir zufrieden sein. Und zufrieden zu sein, müssen wir Liebe in uns haben. Eine wichtige Person für mich sagte einst, dass für ihn das wahre Glück bedeutet, Leute um ihn zu haben, die ihn wirklich lieben. Aber braucht nicht jeder Mensch Liebe? Hier geht es nicht um Liebe im romantischen Sinne. Es geht um eine Liebe, die man jedem Menschen geben kann. Eine Liebe, die nicht eifersüchtig ist, die nicht prahlt. Eine Liebe, eine immerwährende Liebe, die langmütig ist, geduldig und gütig. Und zur Güte gehört auch die Vergebung. Aber was bedeutet vergeben? Es bedeutet, nicht wütend zu sein oder Groll oder Verlangen nach Rache zu hegen, wenn uns jemand enttäuscht. Eine Person, die vergibt, zeigt, dass sie verständnisvoll ist. Mir wurde mal eine Geschichte erzählt über 2 Freunde, die durch die Wüste wanderten. Während der Wanderung kam es zu einem Streit. Der eine schlug dem anderen ins Gesicht. Der Geschlagene war gekränkt. Ohne ein Wort zu sagen, kniete er sich nieder und schrieb folgende Worte in den Sand: Heute hat mich mein bester Freund geschlagen. Sie setzten ihre Wanderung fort und kamen bald darauf auf eine Oase. Dort beschlossen sie, ein Bad zu nehmen, denn es war sehr heiß. Der Freund, der geschlagen worden war, blieb auf einmal im Schlamm stecken und drohte zu ertrinken. Aber sein Freund rettete ihm buchstäblich das Leben in letzter Minute. Der fast ertrunkene Freund nahm einen Stein und ritzte folgende Worte hinein: Heute hat mir mein bester Freund das Leben gerettet. Der Freund, der den anderen geschlagen, aber auch gleichzeitig gerettet hat, fragte erstaunt: Als ich dich gekränkt hatte, hast du deinen Satz nur in den Sand geschrieben. Aber nun ritzt du diese Worte in einen Stein. Warum? Der andere Freund antwortete: Wenn uns jemand gekränkt oder beleidigt hat, sollten wir es in den Sand schreiben, damit der Wind des Verzeihens es wieder auslöschen kann. Aber wenn jemand etwas tut, was für uns gut ist, dann können wir es in einen Stein gravieren, damit kein Wind es jemals auslöschen kann. Und das ist der Punkt: Verzeihen und vergeben wir wirklich? Oder machen wir die anderen immer und immer wieder auf ihre Fehler aufmerksam? Manchmal sitze ich nur da und denke mir: Hey, du hast so viel, du lebst in einem sicheren Land. Um mich habe ich Personen, die mich lieben und schätzen. Ich habe jeden Tag genug zu essen.
Ich habe sauberes Wasser und vor allem, ich bin gesund. Es gibt genug Menschen, die diesen Luxus nicht genießen können, die vom Krieg fliehen, alleine sind und nicht genug zu essen haben. Aber sind sie traurig? Sind diese Menschen unzufrieden? Nein. Die meisten lächeln einem mit einem aufrichtigen Lächeln an. Ein Lächeln, in dem man eine Zufriedenheit nicht nur sieht, sondern dann auch selber spürt. Diese Leute, sie haben echte Zufriedenheit. Sie täuschen diese nicht nur vor. Sie sind wirklich glücklich mit dem, was sie haben. Und nein, diese Leute beklagen sich auch nicht, wenn sie sich nicht das neueste Auto, die Markenklamotten oder das neueste Handy kaufen können. Diese Menschen sind zufrieden, wenn sie einen Tag ihr tägliches Brot bekommen. Sie freuen sich über jeden Tag, an dem sie noch nicht ihr Leben verloren haben. Genießen auch wir jeden Tag so, als ob es unser letzter wäre. Aber es ist normal, dass wir in einer Welt mit so viel Leid und Elend einmal die ein oder andere Trauer empfinden. Und klar, wir haben alle unsere Vergangenheitsgeschichten, die vielleicht doch nicht die schönsten waren. Und zurückblickend bricht uns das ein oder andere Geschehene auch das Herz. Und auch ich habe genug Geschichten. Doch wie gesagt, es gibt nur das Hier und Jetzt. Können wir etwas an unserer Vergangenheit ändern? Nein, aber wir können jetzt die Initiative ergreifen und jeden Moment des Glücks genießen und glücklich und zufrieden sein. Wenn wir glücklich sind, dann haben wir Ziele, Ziele, die wir erreichen können, Ziele, die uns einen Sinn im Leben geben. Und jetzt frage ich dich, bist du nun zufrieden mit dem, was du hast? Danke.